Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Tschernobylite, liebe Leute. So, heute steht Folgendes auf dem Plan. Wir müssen unbedingt mal so eine Medizinstation bauen, damit wir Anti-Strahlungsmedizin herstellen können. Da gucken wir gleich mal nach. Das geht doch bestimmt. Ja, wartet mal ganz kurz. Ich könnte so ein einfaches Feuer machen. Da könnten wir Heilsalbe, Antistrahlensalbe und Beruhigungssalze herstellen. Oder wir machen es gleich richtig. Produziert Medikit, Antistrahlungsmedizin, Alkohol, angereichertes Adrenalin. Komm, wir bauen das hier. Wir haben ja genügend Materialien. Die Frage ist, wo passt denn das hier noch hin? Vielleicht hier so. Ja, hier ist doch perfekt, Leute. Bauen. So, dann schauen wir mal. Ist ein bisschen schief, aber egal. Ist egal. Herstellen. Dafür brauchen wir zwei Pilze, zwei Kräuter, zwei Chemikalien. Haben wir alles zur Genüge, außer Pilze. Die gehen uns schon wieder ein bisschen aus. Aber wir können ja gleich welche pflücken. So, dann stell mal her. Sauber. Obwohl, wir stellen am besten mal zwei her. Dann haben wir eins als Ersatz, weil unser Zustand, ihr seht es wahrscheinlich wieder nicht, weil ich davor sitze, ist nicht so prickelnd. So, verwenden. So. Wir haben jetzt 5 Fähigkeitspunkte. Ja, ist ja super, Leute. Alles klar. Dann werden wir uns einmal... Haben wir hier noch irgend so eine Heilsalbe? Nee, die haben wir nicht. So ein Medikit. Komm. Wir haben so viel davon. Hauen wir uns das rein. So, da sind wir erstmal wieder gesund. Das ist super. Und jetzt will ich trainieren mit diesen 4, beziehungsweise jetzt haben wir ja auch schon 5 Fähigkeitspunkte. Erstmal Zeug verwerten, öffnen. So, das Ding hier recyceln. Schrotflinte recyceln. Dann haben wir hier schon wieder Revolvermunition. Können wir auch alles recyceln. So, okay. Hier ist auch nochmal Revolvermuni. Wartet mal. Geht das? Nee, bei 5 macht er es irgendwie nicht. Okay, alles klar. Dann räumen wir mal ganz kurz das Zeug ein. Oh, hier ist auch alles voll. Ist Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. So. Übertragen. Übertragen geht nicht. Das geht. Die Keramikplatten lassen wir natürlich drin. Dann haben wir hier nochmal Schrotimoni. Hier kriegen wir noch was rein. Hier kriegen wir noch einiges rein, Leute. So, das heben wir uns auf. Revolvermoni. Gewehrmoni nehmen wir natürlich mit. Zack, erledigt. Cool. Jetzt schauen wir mal. Holen ganz schnell noch alle Pilze ab. Das sieht gut aus. Wieso wächst hier nichts? Ah, okay, da reicht das Licht anscheinend nicht. Dann müssen wir hier noch Licht hinstellen. Das ist aber gar kein Problem. Wo ging das? Hier. Genau. Einmal gedreht. Stellen wir es direkt davor, würde ich sagen. Nützt ja nicht. Obwohl, wir machen dann noch eine dritte Reihe. Dann stellen wir es genau hier in die Mitte. Bauen. Sieht jetzt nicht so besonders schön aus, aber das ist ja erstmal egal. Es soll ja funktionieren. Okay. Dann ist dann beim nächsten Mal erst hier was fertig. Können wir denn hier noch ein paar Beete bauen? Wir brauchen Pilze. Warte, das war auch hier. Langsam bin ich echt gut hier, was das Baumenü betrifft. Pilze. Naja. Es wird knapp, ne? Lass mal noch 2 Stück bauen. So, dann haben wir eh nicht mehr zur Verfügung. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Dafür brauchen wir auch Pilze. Mist, jetzt habe ich das gebaut, gar nicht geguckt, ob wir es brauchen. Ja, doch, hätten wir gebraucht. Wir können immer nur 3 Stück davon mitnehmen, das ist super. So, und jetzt müssen wir trainieren. Bei dem Mikael hattet ihr geschrieben, der macht nochmal 12 Inventarplätze. 12, das sind hier. 3, 6, ah, okay, alles klar. Da ist er. Чем занимаешься?
Сражаюсь с Нар, тенями и чернобылитом. Ничего нового. Сталкерские будни, а? Кстати, ты мне так и не рассказал, как стал сталкером. Ну, это был жутко долгий процесс. Окей, die quatschen wieder übelst lange. Я ничего конкретного не искал. Просто шлялся туда-сюда, изучал города. Когда это перестало заводить, увлекся темным туризмом. Что это такое? Ну, это когда ходишь по местам, от которых мурашки. Катакомбы, массовое захоронение, концлагеря, мавзолей, кладбища, места преступлений. Места, которые словно в тени, напитанные негативной энергией. Я ее всегда ощущаю третьим глазом. В общем, ты знал толк в туризме выходного дня. Что ты надеялся там найти? Думаю, ничего конкретного. Просто хотелось там побывать. Es war einfach cool, dort zu sein. Ground Zero, на месте падения башен близнецов, катакомбы Парижа. Но когда я оказался в зоне отчуждения, что-то изменилось. Я сразу понял, что останусь здесь. И буду зарабатывать на жизнь, обслуживая других туристов. Большинство из них были идиотами с Запада, которым нужна была нянька. Но это того стоило. Так я и стал. Jetzt bin ich Michael, der Stalker. Отсел в Припяти. Вот. Копаюсь в мусоре, ja, торгую, sau cool. Слушаю голоса теней. Können wir jetzt endlich trainieren? Да, очень круто. Но эти твои голоса меня беспокоят. Vielleicht solltest du das mit den radioaktiven Pilzen nicht übertreiben, weil der Typ Stimmen hört. So, trainiere. Миша, ты всякое повидал. Bin ich gespannt. Можешь научить меня выживать в зоне? Говно вопрос. Это ты очень круто придумал, Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов. Поиски. Ja, komm. Mache Eier jetzt. Hier. Fassungsvermögen. 12 zusätzliche. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das machen wir. Отлично. Тогда начнем. Dann können wir ordentlich Loot mitnehmen. Wo ich ja festgestellt habe, dass mittlerweile gar nicht mehr so viel rumliegt. Слушай внимательно, молокосос. Для выживания в зоне тебе нужно освоить много навыков. Скрытность, шпионаж, торговля, воровство, подслушивание и экскурсии. Экскурсии? А что не так? Устраивать экскурсии для тупых пиндосов, ищущих дешевых развлечений. Это честный, а главное, прибыльный бизнес. И прекрати меня перебивать! О чем я говорил? О выживании в зоне. А, точно! Среди множества навыков, необходимых в поле, есть один самый важный для салаги вроде тебя. Можешь угадать, какой? О, это Самозов и Лавот. Понятия не имею. Тогда я тебе скажу. Это искусство. Грамотно паковать свое барахло. Чтобы больше влезло. Вижу, ты не впечатлен. Знаю, звучит не так круто, как прыжки с вертолета или умение одолеть десятерых одними только пятками да кулаками. Но это все по части нашего солдатика, Оливера. А теперь представь, что тебе нужно протащить три ящика отличного самогона через заставу Нар. А места хватит только на один. Drei Kisten Rotwein. Потому что ты жопой слушал, когда я давал тебе ценные советы по укладке. И теперь ты обломал кому-то свадьбу. Самый важный день в их жизни. Потому что бедолагам не хватит бухла. И это все по твоей вине. Прошу прощения? Эту катастрофу еще можно предотвратить. Не бойся. Was war denn das? Das war gerade eine völlig andere Synchronstimme von unserem Charakter. Посмотри, как я складываю химикаты. Металлолом, боеприпасы и фильтры. Прямо трехмерная головоломка. Если возникнут проблемы, я буду твоим экскурсоводом. Точнее, sorry, Leute, ich spreche es gleich ab. Вот теперь свадьба не пропадет. Okay, es ist vorbei. Mach trotzdem noch einen schönen Screenshot. Ah, da ist er dunkel geworden. Cool. Jetzt haben wir 12 zusätzliche Plätze, sind dann nur noch 6 offen. Jetzt können wir ordentlich looten, Leute. Das ist geil. So, der hat ja jetzt übelst viel gelabert.
Wo ist denn eigentlich der Neue? Was hat denn der uns beizubringen? Wo hängt denn der rum? Achso, müssen wir noch ein Bett für den bauen? Wartet mal, wie sieht das aus? Nö, ist alles im grünen Bereich. Da kriegt er auch keins. Aber wo hängt denn der rum? Was machen die immer hier hinten in der Ecke? Ah, labert der uns jetzt auch wieder so zu, Leute? Потихоньку движемся к цели. Я хотел кое о чем тебя спросить. Выкладывай. Что ты думаешь об Ольге? Was hältst du von Olga? Willst du uns verkuppeln? Я думал, ты серьезный ученый. Просто любопытно. Вообще бы я сказал, что это не твое дело, потому что так оно и есть. Но ты мне нравишься, Игорь, так что... Да, нравится она мне. Она крутая. Умеет по-особому держаться. Okay, der findet die gut, aber kann sich gerade keine Ablenkung leisten. Das ist gut. Und ehrlich. Главное, слишком долго не жди, Сашко. Жизнь коротка. Никогда не знаешь, что будет завтра. Да иди ты. Связывай с мелодрамой, Хименюк. Тебе это не идет. Все у нас будет нормально. So, was hat denn der für eine Ausrüstung? Zeig mal ganz kurz. Ach, der hat schon... Stimmt, wir haben den schon eine AK und eine Rüstung gegeben. Das ist alles super. Genauso muss es sein. So, halt. Wir müssen noch mal reden. Ich will mal gucken, was man bei ihm trainieren kann. So. Parkour, du läufst deutlich schneller und landest sicher aus jeder Höhe. Und das andere können wir noch nicht gucken. Alles klar. Sammeln wir erstmal wieder Fähigkeitspunkte. Das Wichtigste, die Inventarplätze haben wir jetzt. Oh, guck mal, wie das hier schon aussieht. Wenn wir dann noch mehr Pilze, haben wir hier auch alles gepflückt? Ja, hier ist alles gepflückt. Super, Leute, dann gehen wir pennen und machen uns auf die Mission zu Tarakan. So, nochmal hier gecheckt. Hier ist ein Hinweis dazugekommen. Noch zwei fehlen uns. Und dann können wir das auch mal anschauen. Und hier fehlt auch noch einiges. Los geht's. Schlafen. Haben wir alles erledigt? Ja, ne? Kondition haben wir. Dietriche haben wir. Tschernobyl-Leitbrenner haben wir. Und 12 zusätzliche Inventarplätze. Ist doch super. So, jetzt wird uns wahrscheinlich wieder das Funkgerät anlabern. Heute eine reine Laberfolge. Ne? Wir sind gut durchgekommen. Dann quatscht uns jetzt bestimmt einer von denen voll. Ja, es war so klar. Auf ein Wort, Partner. Schieß los. Я умею делать небольшие точечные заряды. Само то, чтобы самки срывать. Да, полезная штука. Но мне нужно, чтобы ты собрал пластид, оставшийся после операции с радаром Дука. Okay, wir sollen Plastiksprengstoff für ihn organisieren. Ich stimme Sashko zu. Кажется, дело стоящее. Я человек практичный. Херни не предлагаю. Я собрал первую бомбу, когда мне было 8. Могу сделать взрывчатку с чего угодно. И как же такой вундеркинд оказался здесь? Короче, я оставил немного пластита в старом укрытии. Принеси его, а дальше я все сделаю. Okay, damit könnte man eventuell diesen einen Tresor knacken, der da noch offen war. Это на территории радара Дуга. Okay, dann lassen wir vielleicht Tarakan doch mal noch liegen. So. Genau, das hier ist Tarakan. Da lassen wir Tarakan noch liegen. Dann machen wir den erst in der nächsten Folge. Dann machen wir erstmal das für Sashko. Diesen. So. Diesen Sprengstoff organisieren. Er hat 88, hier Michael hat hier 90, Olga hat hier 80. Ja, komm, machen wir so. Oh, hier hat Olga 88, dann schicken wir Olga dahin. Zentrum von Pripyat. Können wir mal unseren neuen, den Sashko, hinschicken. So. Ja, und Michael bleibt halt in der Basis. Warum nicht? Auf geht's, Leute. Bin gespannt. Los. Sehen, was Tatjana wieder zu sagen hat. Machen wir Tarakan in der nächsten Folge.
Я всегда знала, что в тебе есть что-то взрывоопасное, профессор Хименюк. Okay, die Только будь осторожен, gut. Иногда ты помогаешь кому-то, а потом приходится за него отвечать. Anscheinend findet Tatjana das mit dem Sprengstoff gut. Ne, das ist doch super. Krass, schon wieder 15 Minuten rum, nur gelabert und Fähigkeiten. Naja, es ist halt so. Es gehört halt mit zu dem Spiel dazu. Oh, da vorne ist schon der erste Gegner gewesen. Und das war sogar einer mit fiesen Helm. So, ich check ganz kurz die Karte. So, Vagabund. Da müssen wir hin. Keine Fragezeichen mehr. Na, das ist ja irre, Leute. Das ist ja irre. Aber den Typen... Sascha, ich bin auf der Seite. Ja, du findest ihn ohne Probleme. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. Okay. Кажется, я знаю, где это. Есть schon mal ein Haufen Loot, das ist gut. Wir müssen bloß aufpassen, dass hier nirgendwo uns die Narr zu nahe kommt. Oh. So, hier vorne ist noch was. Wartet mal, ich würde gern diesen Soldaten ausschalten. Das ist einer, den ich erschießen muss, ne? Der hat so einen Helm. So, der ist minus. Ich sehe den nicht so richtig. Warte, ich gehe mal näher ran. Okay, Psyche ist im Eimer, aber gar kein Problem. Wir hauen uns eine Pulle Wodka rein. Ah, tut das gut. Ah, siehste, hier hätte ich auch das Zeug nehmen können. Naja, egal. Oh, die haben aber viel Loot. So, hier habe ich auch noch was liegen lassen. Ich glaube, das wird wieder so eine Folge, wo wir übelst viel Loot rausschleppen. Diesmal kein Fragezeichen auf der Map. Das ist merkwürdig, Leute. Wartet. Stimmt, wir brauchen ja den Tarakan für diesen für diese Scanner-Erweiterung. Ah, hier liegt Loot. Guck mal. Ging auch ohne Scanner. Da hinten liegt auch noch was. Okay, wir gehen erstmal in diese Richtung zum Vagabund. Obwohl, hier ist irgendwie alles verseicht. Wie weit ist das? Da sind noch Pilze, die nehmen wir mit. Oh. Hier ist richtig radioaktiv. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder einmal Radioaktivität. Das bedeutet ein Part Gesundheit weniger. Haben die uns eigentlich viel zerschossen? Nö, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben noch 5 Keramikplatten. Da vorne ist schon wieder ein Nahsoldat. Ich habe ihn gesehen, Leute. Er hat wieder so einen Helm auf. Das heißt, wir müssen schießen. Die kriegen wir ja nicht lautlos erledigt. Leider. Wo ist er? Da ist er. Nee. Ja, ich habe mir doch gerade gesehen. Ach, da unten. Headshot. Oh. So, irgendwo ist er noch einer. Da oben. Mist, hier ist alles so radioaktiv. Ja, egal, wir haben ja Antistrahlung, haben wir ja da. Los, komm. Wir müssen noch mal was riskieren. Gibt's auf. Oh, da sieht mich irgendwer. Wo ist eigentlich dieser Vagabund? Oh, 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 oh. Wartet ganz kurz. Aber wir sind ja völlig. Hier ist der Vagabund.
Sind wir ja völlig in der falschen Richtung unterwegs. Ja, jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass hier die Strahlung immer mehr zunimmt. Kann das sein? So, hier ist ein Tunnel, da waren wir aber anscheinend schon drin. Denn Loot wird mir dort nicht angezeigt. Ich will mal ganz kurz hier schauen. Ist denn der Typ, der uns hier gerade gesehen haben will? Oh, hier ist... Ah, da ist er. Ausgeschaltet, sehr gut. Ah, hier liegt übelst viel Loot rum. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Halt auf Schwede ist das viel. Oh, hier ist noch. Hab ich fast übersehen, die Waffen. Also, wir gehen erstmal hier in dieses Gebäude. Beziehungsweise looten erstmal alles, was hier außerhalb ist. Wo sind wir jetzt? Ah ja, da vorne ist der Vagabund. Oh, komm, Scanner, mache. Hier ist was. Ah, hier ist eine Menge, Leute. Hier ist eine Menge. Pilze sind sehr wichtig. Ja, komm, nimm es auf. Alter, wie viel Zeug ist denn hier? Das ist ja der Hammer. Hab ich hier was übersehen? Ne. Oh, da drin ist so ein Mistvieh. Da gehen wir gleich mal reinschauen. Frage ist, wie kamen wir denn da rein? Ich gehe erstmal zu dem Vagabund. Wenn ich ihn denn finde. Irgendwo hier sein, oder? Was macht denn der Typ da? Grüß dich. Ты свои товары берешь? Тоже мне, Гордон Гекко недоделанный. Да подожди, ты все не так понял. Мне-то сказки не рассказывай. Я слышал выстрел. Я не убийца! Ты должен мне поверить! Он уже был не жилец. Я просто избавил его от страданий. Окей, das glaube ich dem sogar, dass er den aus Barmherzigkeit erlöst hat. Что сказали бы на это твои покупатели? Или ты бы их тоже пристрелил? Что? Нет! Конечно нет! Я... Слушай, здесь не выбирают средств и не играют в благородство, поверь мне. Иначе просто не выжить. Давай ты сделаешь вид, что... Просто меня не заметил. А я в следующий раз устрою тебе царский подгон. Идет? Na, pass auf. Das ist ja ein Nahsoldat. Also ist es gar nicht schlimm, dass er den getötet hat. Er hat ihn ja tatsächlich erlöst. Gut, er hätte ihnen auch Medizin geben können. Vielleicht hat er aber auch keine Medizin dabei gehabt. Komm. Wir sind barmherzig und stimmen denen zu. Ich habe auch schon zweifelhafte Dinge getan. Ich werfe nicht den ersten Stein. Na, machen wir so. Думаю, не мне тебя судить. Мы все лишь боремся за жизнь. Alle nur überleben. Und wie gesagt, das hier handelt es sich um einen Nahsoldat. Es ist okay. So, hier ist noch eine Tür. Ich denke, da haben wir auch richtig reagiert jetzt. Wir hätten ihn auch erpressen können, aber ey, das ist nicht unsere Art. Wie ist eigentlich unser Status? Naja, geht noch ein bisschen. Das Ding da oben holen wir uns noch. Da müssen wir bloß aufpassen. Da war ja so ein Vieh, was ich gesehen habe. Lass mal hier reinkommen in das Gebäude. Wir erschießen ja auch die ganze Zeit Nahsoldaten, deswegen. Genau, das Scheißding da meinte ich. Okay, aber das war nicht das Einzige, ne? Wir müssen aufpassen. Ah, die bringt gut Pilze, diese Dinger.
die bringen gut Pilze. Irgendwo hatte ich... Unten war das, ne? Unten habe ich noch sowas gesehen. Wieso ist die Tür wieder zugegangen? Was soll das? Wer macht hier einfach die Türen zu? Achtung, jetzt Vorsicht. Vorsicht, Leute. Da ist es. Ist es schon down? Ja. Diesmal kein Fragezeichen auf der Map. Das ist merkwürdig, ne? Hatte ich irgendwie ein bisschen damit gerechnet. So, kommen wir hier auch durchs Erdgeschoss raus aus der Hütte? Nee, ne? Irgendwie nicht so richtig. Also, wieder hoch. Durch die Tür, die immer wieder zugeht. Und hier raus, genau. Okay, das haben wir. Jetzt schauen wir kurz auf die Karte. Hier ist noch... Jevgeni. Wollen wir da auch nochmal hingucken, Leute? Mist, habe ich da... Tatsächlich Loot vergessen? Ne, das war da hinten. Doch, hier oben hatte ich irgendwas vergessen. Ja, egal. Es ist nur was Kleines. Das hier nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir mal noch dort in das Gebäude. Essensration ist super. Jevgeni. Wer ist in dem Gebäude? Na ja, gut, dann gehen wir rein. Schauen mal, ob wir den finden und quatschen mit dem auch noch. So. Ab geht's. Ja, ich höre ihn schon. Der hört schon wieder seinen Russen-Techno. Oh ne, nicht schon wieder Puppen. Was ist denn jetzt hier umgefallen? Wir looten erstmal im Erdgeschoss alles. Ah, das ist außerhalb. Okay. Oh, da ist er. Ну-ка, стоять! Ты на территории Припятской братвы! Хандлер. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Что ты там говорил про... Eine Beutekiste? Один паёк. Mach mal so. Stimme zu. Держи. Это тебе. Cool. Haben wir eine Beutekiste? Genau. So, wir schauen mal ganz kurz, was drin ist. Verwenden. Ah, hier ist wieder so eine negative Massebatterie drin gewesen. Okay. Irgendwo hier im Gebäude. Wir müssen ein Treppenhaus finden. Mach mal ganz kurz die Taschenlampe an. Ah ja, hier ist das Treppenhaus. Müssen uns auch, glaube ich, langsam mal ein bisschen beeilen. Alter, ist hier noch viel Loot. So, zack, zack. Wieder diese gruseligen Puppen. Hier geht's weiter. Hä? Da war's grad. Jetzt. Da unten habe ich noch irgendwas vergessen. Hier ist auch noch Loot. Alter Schwede. Habe ich ihn hier vergessen hier unten? Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz gucken. Irgendwas liegt hier noch. Boah ey, warum ist denn hier so viel Loot? Das ist ja der absolute Brüller. Muss man nur aufpassen, nicht, dass hier irgendwelche komischen Monster sind. So, den Hinweis hier, den hat man schon gelesen. Den braucht man nicht. Muss man hier irgendwie wieder runterkommen und den Rest noch looten. Hier ist ein Fahrstuhlschacht, da könnten wir runter. Ah ja, jetzt, ich erinnere mich. So. Guck mal, es kratzt hier oder sind das meine Schritte, Leute? Oh Gott, warum ist denn hier so viel Zeug?
Warum ist hier so viel Zeug, Leute? Okay, das haben wir. Noch mal kurz scannen. Das ist alles eine Etage tiefer, ne? Dann gehen wir noch eine tiefer. Oh, hier haben wir gar nicht. Hier ist zu. Müssen wir noch eine tiefer. Wo sind wir denn jetzt gelandet, Leute? Da waren wir offensichtlich schon mal drin. Aber ich komme jetzt hier gar nicht in diese erste Etage, wo noch dieser ganze Loot rumliegt. Scheiße, Leute. Ich komme hier nur in die zweite. Ah, hier. Hier ist ein Treppenhaus. Alles klar. Ja, neues Level erreicht. Wartet, ganz kurz. Pilze mitnehmen. Ach, ich mag das, dass man hier so die ganze Zeit mega viel looten kann. Na komm, was machst denn du hier? Mein Gott, nochmal. Hier ist noch was. Hier liegt noch was. So, wir gucken ganz kurz auf die Karte. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gleich holen wir Sprengstoff raus. Ah, hier ist auch nochmal fetter Loot drin in dem Gebäude. Aber das ist, glaube ich, auch das Gebäude mit dem Missionsziel. Genau. Naja. Oh, hier ist irgendwo ein bisschen Gegner. Hat er kein Gewehr? Doch, hier. Ich würde schon sagen. So. Da hinten ist noch einer. Den holen wir uns auch noch. Komm mal ran hier. Komm mal ran hier auf den Meter. Sehen nicht. Jetzt. Oh, da ist gut. Sehen nicht, scheiße. Oh, der hat mir voll mit einer Leuchtgranate offensichtlich einen reingebrezelt. Oh, unsere Rüstung ist runter. Wäre schön, wenn wir hier noch eine Keramikplatte finden. Leider nichts. Schade. Egal. Wir haben ja so viel Loot. Wir können uns ja Keramikplatten ohne Ende herstellen. Es ist spannend, Leute. Es ist schon wieder sehr, sehr spannend. Komme ich denn hier an die Teile ran? Ah. Okay, das haben wir. Holen wir noch das Ding raus. Und dann gehen wir zum eigentlichen Missionsziel. Wartet, wo war hier das Treppenhaus? Hier wird man ja schon mal überrascht von so einem Vieh, ne? So, alles erledigt. Cool. Müssen wir uns aber wirklich mal ein bisschen in die Spur machen. Halt. Hier geht's raus. So, den hat man gelootet. Alles super. Na komm. Okay, ist alles in der zweiten Etage. Muss mal aufpassen. Naja, guck mal, wie viel Zeug wir schon wieder haben. Selbst Pilze haben wir 30 Stück schon gesammelt. Mehr sogar, 42,9. Ist eine gute Runde gewesen. Ah, da haben wir's. Сашко, я нашел коробку, но она пустая.
Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? О! Вот дерьмо! Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. Ein Ratenproblem? Das klingt nicht gut. Жми на кнопку. Это еще зачем? Чтобы отправить этих гадюнышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой на брюхе. Притормози. Ты понятия не имеешь, где эти твои взрывающиеся крысы. Может, они под полом или в стенах. Я не питаю тайной любви к крысам, уж поверь. Но это просто глупо. Да, Ольга recht. Sag, dass du es nicht tust. Das ist zu riskant. Weil die Ratten, die könnten ja sonst wo sein. Меня достала твоя привычка искать неприятности на чужие жопы. Я не собираюсь этого делать. Жалко. Шада. У тебя вообще мозги есть? Да забей. Поступай, как знаешь. Stimmt, der Typ ist ja auch völlig durchgeknallt. Как можно было до такого додуматься? Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего... Okay, der wollte uns nur verarschen. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Okay, der Status hat sich bei ihm verschlechtert, aber wahrscheinlich bei Olga verbessert, oder? Das wird Olga gefallen, genau. Der Sasko, der ist mir auch so ein bisschen egal. Der ist wirklich sehr, sehr durchgeknallt. So, jetzt müssen wir ganz kurz auf die Map schauen. Wo müssen wir jetzt hin? Nochmal dahin, okay. Das kriegen wir doch. Das kriegen wir doch hin, Leute. Ist ja auch blödsinnig, sich unvernünftig zu verhalten, ne? So, wartet mal ganz kurz. Hier hinten habe ich noch Loot gesehen. Was ist das für Loot? Brennbare Teile. Naja, haben wir eigentlich genug, aber nehmen es halt trotzdem mit. Hier liegt noch irgendwas. Elektronische Teile. Oh, unsere Psyche ist ja völlig im Eimer. Haben wir einen neuen Wodka gefunden? Ne, bisher nicht. Was ist das? Antistrahlungssalbe? Die könnten wir mal gleich benutzen. Dann könnten wir hier Beruhigungssalze. Das ist unsere... Oh, hier ist irgendwo ein Nahoffizier. Da. Я нашел здание. Но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Говнюки. Наверняка они меня еще раньше выследили. В следующий раз предупреждай, будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Окей. Спасибо, но... Связь прерывается. Сигнал пропадает. Игорь, Scheiße, jetzt müssen wir drum kämpfen. Sasko! Okay, wir haben Gesundheit. Haben wir hier irgendwelche? Ne, haben wir nicht. Ich will jetzt kein Medikit dafür riskieren. Rüstung ist, ist wieder da. So, komm ran. Okay, das hat gut geklappt. Oh, da war Heilung dabei, oder? Ne, Antistrahlungssalbe, scheiße. Wäre schön, wenn wir noch so eine Heilungssalbe. Ich will nicht unbedingt ein Medikit verschwenden. Aber ja, eigentlich sieht es gut aus. So, 42 Meter.
Oh, der hat ein Medikit. Das könnten wir im Prinzip nehmen. Wie sieht's mit dem Panzerung? Sieht auch gut aus. Kurz scannen. Ah, hier ist das Gerät, oder? Nee. Hier. Verwenden. Sashko, okay, wir haben es, Leute. Ich habe deine Ingredienten. Круто. А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника. Ты что, шутить пытаешься? Ну, пытайся дальше. Quest abgeschlossen. So, gelootet haben wir auch alles. Wir haben auch ordentlich was mitgenommen. Oh, und schon wieder so eine Rüstung. Sehr gut. Wie viel Keramikplatten haben wir noch? 3 Stück. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wir müssten uns dann wirklich mal ein bisschen Heilung machen. Obwohl, wir haben drei so eine Dinger. Und hier Beruhigungssalze können wir nochmal verwenden. Zack. Alles klar, Leute. Dann gehen wir raus hier aus der Geschichte. Haben wir erledigt. Und dann in der nächsten Folge können wir ja dann wirklich mal schauen, ob wir Tarakan machen. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was hier immer so passiert. Irgendeiner quatscht dich immer voll und hat Sorgen. Sashko. Ты знаешь, чем динамит отличается от нитроглицерина? Так вот, я хочу, чтобы ты был стабильным, как динамит. И не был, как нитроглицерин, который тупо взрывается на ровном месте. Если хочешь приготовить омлет, придется бить яйца, я прав. Раз ты такой знаток яиц, мог бы помочь с готовкой. Не, это не по моей части. Лучше займусь своим делом. So, Quest ist erledigt, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt immer fleißig in die Kommentare. Für Mikaya hat nichts mehr. Ach, guck mal, die haben ja so viel Essen mitgebracht. Das sieht super aus. 4-mal Brot und dann nochmal 6-mal. 10-mal Brot haben wir jetzt gemacht. Na, nicht schlecht. Cool, alles klar. Wir sehen uns. Haut rein, ciao.